Und nun würden wir weiter. Eigentlich passt die Umstellung gar nicht so schlecht. Wir kommen von, ja, wie beschafft man was, wie sieht das unter der Haube aus? Und jetzt sehen wir ein Beispiel, ja, es gibt ja ganz konkrete Benutzerbedürfnisse zu befriedigen. Und da haben wir ein sehr schönes Beispiel, tschüss, haben wir ein sehr schönes Beispiel jetzt mit Kamak. Paul Walker wird uns aus Anwender, aus Fachapplikations-Anwender-Perspektive eine sehr spannende Geschichte erzählen und ich... Mikrofon. Ah, genau, das machten wir so. Haben wir. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich die Gelegenheit habe, als kleiner Kanton hier ein paar Erfahrungen mit Ihnen zu tauschen oder weiterzugeben. Vielleicht zu meiner Person ein paar Ergänzungen, damit Sie wissen, wer hier vor Ihnen steht. Ich habe keinen akademischen Hintergrund. Ich habe auch keinen Informatik-Hintergrund. Ich komme aus der Baubranche, ursprünglich mal Zeichnen gelernt, dann Bauleiter gemacht, bin auf Großbaustellen gewesen, habe Vermessungen gemacht und so Sachen und bin dann auf diesem Weg zur Baukoordination gekommen, zur Verwaltung und war dort konfrontiert mit sehr vielen komplexen Verfahren, die wir dann jetzt in den letzten Jahren modernisieren mussten. Und auf diesem Weg bin ich dann so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe den Auftrag Projektleitung Kamakuri nicht gesucht. Man hat es mir einfach aufs Auge gedrückt. Mach mal. Wir mussten eine Datenbank ersetzen und haben uns auf den Weg gemacht. Ich werde ein paar Dinge dazu sagen, wie das entstanden ist. Vielleicht noch ganz kurz einen kleinen Werbeblock. Das mache ich immer, wenn ich auswärts spreche, nur ganz kurz, weil Uri liegt mir immer sehr am Herzen. Was Sie hier sehen, ist der Bristen, der ist mitten im Zentrum des Kantons. Wir sehen ihn mehr oder weniger vom Büro aus, aufgenommen jetzt vom Urnensee aus. Ich komme am Schluss noch mal dazu, also wenn Sie noch nie bei uns waren im Kanton Uri, dann kommen Sie doch mal. Weil Sie kennen den Kanton Uri meistens aus den Nachrichten mit den Verkehrsproblemen, sprich Gotthardstau. Das ist alles Blödsinn. Gotthardstau ist nicht Uri, Gotthardstau ist ein europäisches Verkehrsproblem, das sich halt bei uns abspielt. Aber wenn Sie Uri kennenlernen möchten, dann sollten Sie mal bei uns vorbeikommen. Nun, ich möchte es so aufbauen, der digitale Kundenschalter. Wir merken das bei uns extrem. Wir haben viele Projekte am Laufen, immer mehr interaktive Prozesse laufen digital ab. Die Kunden möchten das und man muss es anbieten. Und wir sind mit unserem Projekt relativ weit. Also egal, ob Sie nun die Steuern ausfüllen oder einen Umzug melden. Das Umzug melden übrigens ist ja ein Paradeprojekt. Mit dem E-Umzug ist ja von 10, 12 Kantonen in Betrieb, die gemeinsam dieses Projekt entwickelt haben. Kanton Zürich hat das gestartet, Uri ist da auch dabei. Wenn wir die Möglichkeit haben, in einer Gemeinschaft etwas mitzuentwickeln, sind wir immer dabei, weil wir es allein nicht finanzieren können. Also wir sind fast gezwungen, immer in der Gemeinschaft mitzumachen. Aber es gibt auch andere Sachen. Passende ID oder ÖREB-Daten abfragen, auch ganz aktuell. Wir haben bei uns jetzt anfangs 18 die ÖREB-Plattform in Betrieb genommen. Die ist gekoppelt mit der GIS-Plattform. Das ist alles auf JavaScript basiert, alles mit Open-Source-Technologie, läuft wunderbar und es gehört uns. Wir sind dort auch nicht abhängig. Also das Thema Open-Source, vieles, was wir heute bei uns in der Verwaltung, in den Gemeinden, auf den Bildschirmen sehen, ist im Kanton Uri bereits jetzt Open-Source. Terminverschiebung, Fahrzeugprüfen, aber natürlich auch Baugesuche online einreichen. Das hat vor circa 6-7 Jahren begonnen, dass das Thema elektronisches Baubewilligungsverfahren so aufgegriffen wurde. Alle Kantone beschäftigen sich damit. Wir haben das seit Jahren in Betrieb. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die für den Bürger wichtig sind. Die wichtigsten sind, also negativ wichtig, Steuern. Steuern ausfüllen, also wenn man das elektronisch nicht kann, lebt man im falschen Kanton. Das ist heute einfach so. Und wenn Sie heute, also nach dem Wohnen kommt das Bauen, also das sind Grundbedürfnisse. Jeder Bürger hat irgendwann mal Kontakt mit der Verwaltung, weil er irgendwas baut. Also wir haben sehr, sehr viele Kontakte von den Bürgern. Ich kenne fast jeden Urner. Nach 25, 26 Jahren und 10.000, 15.000 Dossiers kennt man fast, na, das ist ein bisschen übertrieben, aber man kennt sehr viele Leute, man sieht, also das ist ein wichtiges Projekt. Nicht nur für Uri, für alle Kantone ist das ein sehr wichtiges Projekt.
muss man natürlich online machen können. Wir hatten also vor 6-7 Jahren die Qual der Wahl. Der Amtschef hat mir gesagt, mach dich auf die Suche, wir mussten eine Datenbank ersetzen. Und da ich von Grund auf ein offener Mensch bin, also für neue, moderne Dinge bin ich immer zu haben, habe ich natürlich von Anfang an auch ein bisschen auf Open Source geschielt. Das war für mich nie ein Tabuthema. Und wir mussten uns dann überlegen, was für eine Lösung sollten wir jetzt suchen. Damals war das eBAG Luzern auf der Basis SharePoint im Aufbau. Es gab gibt die Firma Gemdat, die in verschiedenen Kantonen und Gemeinden ebenfalls ein System anbietet. Damals war es eine Prozesslösung, nicht internetbasiert, als wir es zum ersten Mal kennenlernten. Ich habe mir Axioma Baupro angeschaut. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe mir unter anderem ein System angeschaut vom Kanton Watt. Für Uri ganz speziell. Wir konnten uns kaum unterhalten. Die haben kaum Deutsch gesprochen. Französisch bin ich auch nicht so der Hirsch. Aber irgendwie hat mir das imponiert, mit Kantonen zusammenzuarbeiten, Erfahrungen zu nutzen. Weil also das Vorzeichen war immer, die finanziellen Mittel sind sehr begrenzt bei uns. Also wir mussten ein System wählen, wo wir sehr viele Erfahrungen bereits mitnehmen konnten. Und darum ist es für uns wichtig. Wir mussten ein Angebot wählen, das bereits in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird. Erfahrung anderer Kantone nutzen. Vor allem das Thema Weiterentwicklung und Finanzierung. Ich schreibe das jetzt hier so schön. Damals haben wir vielleicht das ein bisschen unterschätzt. Heute wissen wir, wenn wir nicht 9 Kantone hätten, die mitziehen, wären wir schon längstens am Berg mit den Finanzen. Wir könnten das allein nicht tragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und GAMAG erfüllt für uns diese Anforderungen. Mehr oder weniger. Was ist GAMAG? Ich führe ganz kurz hindurch. Basiert auf PHP. Ich muss Ihnen noch mal sagen, ich bin kein IT-Spezialist. Ich werde hier nicht mit Fachausdrücken rumwerfen, weil ich die zum Teil gar nicht verstehe. Ich komme von der Front. Was ich auf dem Bildschirm sehe, ist für mich wichtig. Und alles andere machen für uns die Fachleute. Die Software GAMAG gehört heute den Mitgliederkantonen. Also Uri ist einer der Eigentümer dieser Software. Man kann damit alles das machen, was man will. Also wir sind nicht abhängig von einem Softwarehersteller, der uns irgendwelche Versionen verkaufen möchte, sondern wir entscheiden selber, was wir brauchen, was wir entwickeln. Und das Schöne darin, es ist in der föderalistischen Schweiz ganz wichtig, die Kantone haben alle ihre eigenen Vorstellungen, sei es nur schon das Layout, wie das aussehen soll. Es muss möglich sein, dass man Uri in Gelb zeigen kann. Das ist einfach entscheidend. Schweiz würde nie mit Gelb arbeiten, die arbeiten mit Rot. Also das sind so kleine Dinge, also das werden wir nie wegkriegen ganz. Es ist einfach so, aber es ist auch ein großer Vorteil. Die aktuelle Situation, ganz kurz, knapp 85% aller Websites weltweit sind mit PHP involviert. Von den Versionen, PHP ist die Version 5 diejenige, die am meisten benutzt wird. Und wir haben im Moment die Situation, dass wir mit Kamaguri PHP 5 nutzen. Es scheint also so, dass wir hier nicht so schlecht dastehen. Trotzdem machen wir uns jetzt Gedanken, dass wir das grundlegend ändern müssen unter Umständen. Vielleicht, dass wir auf Java wechseln, JavaScript. Also ich bin da nicht der Fachmann, aber selbst das hier ist nicht endlos. Wir sind 5-6 Jahre jetzt mit unserem Betriebssystem unterwegs. Und ich kann mir durchaus vorstellen, in 1-2 Jahren bereits, dass wir das komplett über den Haufen werfen müssen, weil wir modern bleiben wollen. Aber es ist auf jeden Fall so, GAMAG hat unser Denken verändert. Das haben Sie oft gehört. Wir haben ursprünglich auch auf Windows installiert mit Oracle. Wir haben Anfang dieses Jahr alles migriert auf Linux und auf Postgre. Unser System läuft hervorragend, schneller als je zuvor, absolut zuverlässig. Und stellen Sie sich vor, in dieser Welt, in dieser Windows-Welt, in den kantonalen IT-Ämtern, wo ja sehr oft oder fast nur Windows Betriebssysteme am Laufen sind. Das ist bei uns auch so. Es laufen ausschließlich Windows-Systeme. Und jetzt läuft im Amt für Informatik mitten dieser Windows-Systeme ein Linux-Server mit einer Postgre-Datenbank. Also selbst unser Chef vom Amt für Informatik, der Werner Aschwanden, hat das natürlich mitgetragen und er findet auch, dass das ein sehr guter Ansatz ist. Also wir haben das nicht komplett ausgesourcet.
das ist immer noch bei uns. Wir wollen da die Finger drauf haben. Wenn wir uns mal zerstreiten sollten mit unserer Firma, der CEO sitzt auch hier, der Michael Moser, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass wir eine andere Firma nehmen und das Hosting haben ja eh bei uns. Also die Firmenunabhängigkeit ist extrem wichtig. Man muss ein bisschen in die Zukunft schauen. Aber wir haben auch festgestellt, die wiederkehrenden Kosten, Lizenzen oder was für Kosten auch immer das sind die Kosten, die unsere Budgets belasten. Und das ist enorm. Also wir haben allein mit dem Hosting, mit dem Eigenhosting von Linux, die Hälfte der Kosten, die jährlichen Kosten, eingespart. Das war ein Vorschlag übrigens von der Finnish Sci Group. Also es gibt auch Firmen, die zugunsten der Verwaltung Vorschläge machen, die für sie eigentlich eher ungünstig sind. Aber es ist ein sehr, sehr guter Vorschlag gewesen. Und das scheint mir auch wichtig. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir Gesundheit, dass wir 50 bis 100.000 vielleicht einsetzen können pro Jahr, dann können wir es uns schlicht nicht leisten, dass wir 30.000, 40.000 für Lizenzkosten ausgeben müssen oder für Hostingkosten oder was ich nicht weiß. Wir brauchen das wenige Geld für die Weiterentwicklung. Also es macht keinen Sinn, dass immer wieder das Geld verloren geht. Wir haben sehr viele solche Projekte am Laufen, wo das noch so ist. Ich stelle auch fest, die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen ist, zwischen den Firmen und den Anbietern, ist viel einfacher. Also wir setzen natürlich niemals eine Firma unter Druck. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Aber die Firma muss immer wissen, wir können jederzeit wechseln. Und das ist einfach auch wichtig, wenn man Eigentümer ist und selber mitbestimmen kann, ist, dass die Beziehung zur Lieferfirma und zur Supportfirma ganz eine andere. Also ich sehe das durchaus als Vorteil. Das ist ein entscheidender Satz. Wir entscheiden, was wir tun, was wir haben möchten, ob wir überhaupt weiterentwickeln oder jetzt einfach 5 Jahre in Betrieb nehmen und dann wieder ersetzen. Wir sind nicht angewiesen auf irgendwelche Weiterentwicklungen oder Produktverbesserungen, die uns eine Firma anbietet. Wenn Sie selber mitbestimmen können, können Sie auch die Zukunft besser planen. Unser Finanzplan ist katastrophal, wenn ich mir das so vorstelle. Der Regierungsrat hat den Finanzplan im Bereich der Software bei 100.000 für uns begrenzt. Also wir können keine großen Sprünge machen. Wir müssen alles immer übers Budget machen. Unser Gammag war übrigens, Klammer auf, nie ausgeschrieben. Das haben wir einfach bestellt. Es war nicht so teuer. Wir haben nie eine Ausschreibung gemacht, aber es läuft hervorragend. Lizenzkosten heißt nicht gratis. Es heißt, wir können die Firma frei wählen, wir können selber mitbestimmen. Und die Wahl der Partner ist auch noch entscheidend. Also allein sind wir verloren auf weiter Flur. Das kann ein kleiner Kanton nicht stemmen. Aber wir sind jetzt doch einige Kantone, die das gemeinsam finanzieren. Große Kantone, auch Bern ist dabei. Und das ist der einzige Weg für uns. Stellen Sie sich vor, der kleine Kanton Uri offeriert den Kanton Bern. Ihr könnt unser System haben, nehmt es einfach. Man will nichts dafür. Sie passen es für Ihre Bedürfnisse an. Das ist die Zusammenarbeit, die uns langfristig eben was bringt. Ganz kurz ein paar Schritte zur Gammag-Entwicklung. Der Code wurde vom Kanton Watt geschrieben. Schon lange. Also 2002 haben die den in den Betrieb genommen. 2014 haben wir eine komplett überarbeitete Version in Betrieb genommen, die heute nicht mehr geistiges Eigentum ist vom Kanton Watt, sondern von Gammag Swiss. Und die Mitgliederkantone von Gammag Swiss können den Code frei nutzen. Die Weiterentwicklung dieses Codes wird von Gammag Swiss koordiniert. Ich komme dazu noch ein paar Punkte. Die Auswirkungen für Uri, was das Gammag betrifft, also wir mussten ohne personelle Ressourcen zu bekommen, bewältigen, was auf uns zugekommen ist. Also bei uns haben sich die Gesuche verdoppelt in den letzten 5 Jahren. Es gibt keine zusätzlichen Stellen, schon seit Jahren nicht mehr. Also arrangez-vous, machen Sie irgendwas. Also wenn Sie 600, 700 bis 1000 Dossiers mit 7000 Rückmeldungen mit 30 Stellenprozent bewältigen müssen, dann geht das nur noch mit guter Software. Wir haben das im Griff. Heute haben wir 3 Wochen im Schnitt und sind schweizweit auch mit dabei. Wir haben unsere Prozesse optimiert. Wir haben eine extreme Qualitätssteigerung. Papier ist komplett verschwunden bei uns. Das ist wirklich weg. Die Transparenz ist viel besser, weil heute können Gesuchsteller über das Portal
oder Gemeinden oder Architekten jederzeit reinschauen, wo ihr Verfahren steckt, wer was geschrieben hat. Die Fachstellen sehen gegenseitig, wer was schreibt. Wir haben enorm eingespart, finanziell und personell. Ich muss eine Klammer aufmachen. Das ist nicht nur, weil das Open Source ähnlich ist. Es ist ja noch nicht ganz Open Source, das Gamma. Es ist einfach, sagen wir, lizenzfrei oder kostenfrei. Oder es ist kontrolliert von Gamma Swiss. Man gibt es jedem Kanton und jedem größeren Region, oder Stadt oder Gemeinde, gibt man das, die Software gratis weiter. Also wenn jetzt eine große Gemeinde wie Ebikon zum Beispiel kommt und sagt, wir möchten gerne das Gamma haben, dann kriegen die das gratis, können sie den Code haben. Sie müssen da einfach selber eine Supportfirma wählen und können das dann selber aufbauen. Also wir haben, das war noch ein wichtiger Punkt vorhin, wegen den, die Frage war sehr gut, ist das günstiger? Vielleicht ein bisschen schon, aber es ist nicht der Hauptvorteil. Weil teuer wird es ja dann, wenn die großen Softwarehersteller uns diktieren, wann wir welches Update machen müssen und wann dann wieder was abläuft, was nicht mehr unterstützt wird. Das ist halt schon das, was immer die größten Kostensprünge auslöst. Und das haben wir hier komplett weg. Wir entscheiden immer selber, wann wir was weiterentwickeln. Interkantonaler Austausch, ganz wichtig für uns. Aktueller Stand, also wir haben ca. 500 User, das ist nicht mehr ganz aktuell. Wir haben auch jenste Bundesämter, also jeder, der ein Dossier bearbeiten sollte bei uns, dem schicke ich ein Login und dann hat er, je nachdem, was er zu tun hat, verschiedene Zugriffsrechte. Das ist ganz einfach gelöst. Es wird auch in den Bundesämtern zum Teil diskutiert. Ich habe schon mit zwei Bundesämtern das mal besprochen, ob das auch ein Thema wäre. Also ungefähr 2000 sind so Zahlen, die sind vielleicht nicht so wichtig. Aber das da ist ganz wichtig für uns und vielleicht auch für andere. Sie sehen, wir haben jedes Jahr einen Schritt gemacht. Wenn wir das alles miteinander gemacht hätten, dann hätten wir eine Ausschreibung machen müssen in der Größenordnung von 600.000, 700.000 Franken vielleicht, was wir investiert haben in den letzten 6-7 Jahren. Aber wir haben alle Projekte so einzeln aufgestellt, dass sie für sich laufen konnten. Und wenn dann der Landrat oder der Regierungsrat im Budget sagt, es gibt kein weiteres Geld für die Weiterentwicklung von GAMAG, dann arbeiten wir mit dem, was wir haben, und wir machen nicht weiter. Also dieser ganze Prozess, ein medienbruchfreies System abzubilden, da wäre irgendwann dann in Stocken geraten. Aber wir konnten immer frei entscheiden, was wir tun wollten. Das ist der einzige Weg, dass es ein kleiner Kanton wirklich auch stemmen kann. Aber es hat einen weiteren riesigen Vorteil. Wir haben praktisch keine Fehler gemacht. Also so Fehlentwicklungen, dass wir da eine 500.000 investieren und dann nach einem Jahr feststellen müssen, ja, wir müssen das Ding stoppen. Das ist nicht, das können wir nicht, das hat mich den Kopf gekostet. In Uri kennt man sich, wir sind einander sehr nah. Also das könnten wir auch nicht verantworten. Ich hätte gegenüber meiner Regierungsrätin, sie hat mich oft gefragt, ist das nicht risikobehaftet, was meinst du und so? Und ich habe immer gesagt, ja, musst du keine Angst haben, Heidi, das kommt schon gut. Das macht man bei uns so. Aber wenn es dann nicht gut kommt, hätte ich ein Problem gehabt. Die Etappe in Etappen realisieren, ich glaube, das gilt nicht nur für GAMAG, das gilt auch für andere Projekte. Wenn man alles miteinander macht, hat man 20 Baustellen und ändert bei einer Baustelle was, hat man Kosten, die man nicht mehr im Griff hat. Das ist was, das wir uns nicht leisten können. GAMAG Swiss ist jetzt verbreitet in 9 Kantonen. Es gibt Kantone, die bei uns schon vorstellig wurden, in Altdorf, zum Beispiel in der Kanton Wallis oder Kanton Graubünden, die St. Gallen waren schon da. Der Glarner hat auch schon angerufen, der eine oder andere Kanton wird sich vielleicht noch entscheiden, mit diesem System zu arbeiten. Im Moment ist es ja so, dass 9 Kantone die Hälfte der Schweizer Gemeinden abdecken. Also man darf schon sagen, dass über GAMAG die Hälfte der Schweizer Gemeinden Kontakt hat mit einer Open-Source-ähnlichen Software. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Das sollte man ja fördern. GAMAG, die Weblösung, also wir haben auch eine Homepage mit ein paar Infos drauf, gamag.ch. Man darf schon sagen, vor 4-5 Jahren, als wir gestartet sind, waren 4-5 verschiedene Systeme am Start. Auch hier in Bern waren es viele Veranstaltungen von der BPUC oder von eGovernment Schweiz, wo die Systeme vorgestellt wurden, haben sie vielleicht auch ein bisschen mitbekommen. Und entwickelt hat sich das System da. Ich will hier nicht prahlen, aber das Ergebnis darf sich zeigen. Wir haben große Kantone mit im Boot, wie Bern, Schwyz, Fribourg, Waadt, Tessin.
Das sind riesige Kantone. Und bei all diesen Kantonen läuft das zum Teil seit Jahren und zum Teil sind sie jetzt wieder. Gerade ein Solothurn, der beginnt morgen, mehr oder weniger, der hat jetzt erst gerade unterzeichnet und ist auch mit dabei. Die Gammack-Philosophie, man muss es einfach halten. Ich habe mir von Anfang an immer das iPhone vorgehalten und habe gesagt, dass wenn ich jemals ein Smartphone benutzen müsste und ich müsste dazu nur eine Stunde Schulung machen, würde ich es wegschmeißen. Das kann man niemandem mehr zumutigen in der modernen Welt. Also wir haben nicht ein einziges Mal eine Stunde Schulung gemacht. Das machen wir nicht. Und es braucht es auch nicht. Also wir können heute, wenn das Bundesamt BAFU eine neue Mitarbeiterin, einen modernen Mitarbeiter hat, wo bei unseren Projekten involviert ist, der bekommt eine E-Mail mit dem Login, mit freundlichen Grüßen. Schauen Sie mal rein. Und von 500 Usern kommt selten mal ein Telefon, was er jetzt machen muss. Das muss alles selbsterklärend sein. Dazu haben wir das auch aufgebaut. Man muss nichts wissen. Der Azubi, der am ersten Tag vom Bauschreiber ein Dossier bekommt, sagt, erfasst das mal, der macht das einfach. Das ist auch ganz wichtig, weil ich hatte auch die Schnauze wirklich voll von immer wieder neue Software und Kurse machen und so. Und wenn man es dann nicht regelmäßig anwendet, versteht man es doch nicht. Also schulungsfrei muss das Ganze sein. Und das Umsetzen in Etappen, ich erwähne es immer wieder, wenn man das nicht in Etappen macht, läuft man Gefahr, dass man Fehler macht und dass man sehr, sehr viel Geld in den Sand setzt. Könnten wir uns nicht erlauben. Und für mich auch ganz wichtig, das Pharaonenprinzip, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die Pharaonen haben ja ganz anders gedacht als wir. Die dachten ja, dass das Leben hier nur vorübergehend ist. Das ist überliefert und dass nach dem Tod hier dann das eigentliche Leben beginnt. Und daran haben die so gigantische Gräber gebaut und weiß der Teufel was mitgenommen. Inklusive die Bediensteten, die mit ihnen ins Grab gingen. Die haben anders gedacht und wir müssen auch anders denken. Also ich habe mich verabschiedet von den alten Denkmustern. Was wir hier gemacht haben, es kann durchaus sein, dass in 2 Monaten oder vielleicht schon noch früher ein Fachmann zu mir kommt und sagt, das ist alles Mist, was ihr hier gemacht habt, das ist vorbei, ihr müsst so und so. Ich würde mich sofort von dem verabschieden, wenn es etwas Besseres gibt. Vielleicht ist der Bund irgendwann mal so weit und bringt etwas, das man wirklich brauchen kann, was ohnehin besser gewesen wäre, anstatt dass alle Kantone selber jetzt entwickeln. Immerhin haben wir doch eine Gemeinschaft zusammengebracht, die einen Teil gemeinsam entwickelt. Und hier wieder dieser Berg. Also das IT, das ist nicht mein Liebling. Es macht mir zwar Spaß, dieses Projekt zu betreuen, mit den Firmen zu arbeiten und so, das ist alles toll, aber das ist nicht mein Leben. Also, ich weiß nicht, vielleicht geht es Ihnen manchmal so, wie es mir auch geht. Also, heute habe ich wieder sehr viele Inputs bekommen von verschiedenen tollen Sprechern mit vielen Facts und technischen Begriffen und so. Und ich kann Ihnen sagen, ich werde heute Nachmittag die Schnauze voll haben von diesem Thema. Dann gehe ich in die Natur raus, abschalten. Also, wenn Sie mal in den Kanton Uri kommen möchten, es gibt da immer Gründe, dann können Sie gerne kommen, wenn Sie Gammack anschauen möchten. Ich nehme mir Zeit, würde Ihnen selbstverständlich Informationen geben, aber Sie können auch einfach so zu uns kommen. Uri ist immer eine Reise wert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei allem, was Sie anpacken. Und das Wichtigste, bleiben Sie gesund und genießen Sie das Leben. Danke. Ja, das ist doch eine herrliche Geschichte, die wir da gehört haben. Vielen Dank, Herr Walker, für diesen Einblick, auch diesen Pragmatismus in der Herangehensweise. Ich glaube, wir haben gehört, Open Source ist da drin, mehr oder weniger. Aber ich glaube, da hat auch ganz viele andere Aspekte, die gemacht haben, dass dieses Projekt noch so erfolgreich ist. Jetzt noch, wir haben mehrfach gehört, eben, es ist Open Source ähnlich. Also wenn ich richtig verstanden habe, ist der Quellcode offen innerhalb dieser Closed Community, der Kantone. Okay. Wenn ich da jetzt erste Frage, gibt es da einen Eintrittspreis, wenn ich jetzt als neuer Kanton dazukomme? Wenn ja, also oder wenn nicht, könnte man da nicht einfach sagen, das Ganze geht völlig offen, also wird komplett Open Source. Wo stehen Sie da, wo geht es da hin?
Ja, da muss ich Ihnen gestehen, da hat Gamma Swiss ein bisschen den richtigen Zug verpasst. Das Ganze ist auch nicht mehr ganz neu. Ich weiß, wir hatten 2009, 8, 9 oder 7 sogar schon, als wir das kennengelernt haben, haben wir gesehen, dass die vier Kantone, die damals dabei waren, eine Vereinbarung gemacht haben miteinander. Und der Kanton Waadt wollte das mit GPL-Lizenz alles komplett Open Source machen. Das hat man dann gecancelt. Die Tessiner haben da ein bisschen geblockt, die hatten ein bisschen eine andere Vorstellung. Seither ist es eben nicht Open Source, es wurde nicht Open Source geschaltet, sondern wird nur innerhalb der Kammer-Community weitergegeben. Hat aber auch zur Folge, dass der Code veraltet ist, müssen wir heute sagen. Also wir haben jetzt einen Code, der ist vielleicht 8-9 Jahre alt. Wenn man den jetzt Open Source schalten würde, ich glaube, der wäre nicht mehr interessant. Für niemanden, der ist zu alt. Also wir müssen uns jetzt auch schon Gedanken machen, was machen wir jetzt. Und es sind Bemühungen im Gang, dass wir wahrscheinlich einen Teil des Kerncodes ersetzen mit einem anderen Code, der komplett Open Source ist. Ich würde das sogar verlangen, zwingen, dass das so sein muss, weil die Finanzierung der Überarbeitung des Codes, das kostet viel Geld. Wir haben das 2.0, wann war das, Michael? 2.0, 4, 5, 2? Haben wir das gemacht mit Hilfe von Bern. Wir haben so um die 250.000 ausgegeben, den Code ein bisschen zu modernisieren. Aber er hat noch das Zend-Framework drin, das ist abgelaufen, muss man auch ersetzen. Also wir dürfen nicht stehen bleiben. Und darum ist das Ziel jetzt eigentlich das, dass wir Gamma Swiss natürlich behalten möchten. All die Module, die wir entwickelt haben, die möchten wir natürlich behalten, werden wir behalten. Also ich habe Module gesehen, die Bern jetzt im Betrieb hat, die will ich auch, die bekomme ich mehr oder weniger gratis. Aber der Kern, den wird man ersetzen müssen. Und ich gehe davon aus, dass Uri und vielleicht noch andere Kantone die ersten sind, die das machen. Wir müssen modern bleiben. Und mit dem, was Sie erlebt haben, klares Bekenntnis zu noch mehr Open Source, zu noch mehr Quelloffenheit, um das, was Sie jetzt erleben, vielleicht auch zu vermeiden in Zukunft. Ja. Ich habe gerade vielleicht, wenn ich das noch auch noch erwähnen darf, hatte gestern noch ein Telefonat mit dem Ersteller unserer GIS-Plattform. GeoUrch ist auf JavaScript geschrieben. Und er hat mir gesagt, der Hans Kasper, da ist noch ein API drin. Also ich sage das jetzt so nach, das ist so eine Schnittstelle, vielleicht sage ich das richtig, um Karten zu produzieren. Das war von Google und offenbar wird jetzt das lizenzpflichtig. Also schmeißen wir das weg und ersetzen es mit einer Open Source API. Werden wir machen, ab sofort. Also Uri schaut jetzt auf das, wir wollen wirklich Open Source, mehr Open Source Projekte haben und das ist für uns die Zukunft. Weil wir rechnen mit der Mithilfe aller, die diese Software aktualisieren. Weil wir, und wir haben auch gemerkt, Gamma Swiss, können nicht einfach alle 2 Jahre eine 500.000 investieren, um einen Code zu erneuern. Aber die Gemeinschaft, die Open Source Gemeinschaft, all die Firmen, die da beteiligt sind, die können das sehr wohl. Und davon möchten wir gerne profitieren. Und das geht nur mit Open Source. Herzlichen Dank. Weitere Fragen? Bewegt sich irgendeine Hand? Das geht manchmal immer ein paar Sekunden. Da ist eine. Danke. Ich versuche, die Verbindung zu machen zum Thema, was ja die Reduktion der Abhängigkeit ist. Und ich frage mich, wo jetzt der Unterschied ist. Also wir haben jetzt ein Konstrukt mit Gamma Swiss. Das ist, keine Ahnung, ist das ein Verein von der Organisationsform? Oder? Das ist eine offene Gemeinschaft, okay. Einfache Gesellschaft. Und die müssen ja miteinander diese Weiterentwicklungen vereinbaren und dann finanzieren, also die Bearbeitung, die nötig sind. Also ist der Unterschied einfach die stärkere Mitbestimmung, als wenn das jetzt eine Lieferantenfirma wäre? Oder wo ist der Hauptunterschied in der Verringerung der Abhängigkeit? Das ist ja so, dass die neuen Gamma-Kantone werden von 4 Supportfirmen betreut. Es kann auch eine 5., 6. dazu kommen, das wünsche ich mir sogar. Je breiter, desto besser. Und wenn eine Firma X dann uns verlässt, dann ist das auch kein Problem. Also darum wollen wir ja zum Beispiel den Kerncode Open Source haben, damit ich jederzeit Michael sagen kann, tschüss Michael, es passt nicht mehr, wir müssen uns trennen. Ich nehme jetzt die Firma X, die das in Zukunft macht und die sagt dann, okay, den Code hole ich mir Open Source. Den Gamma-Projektteil, den wir gemeinsam entwickeln, unsere Module, die sind nicht öffentlich, die bleiben Gamma Swiss. Jetzt kann ich diese 4 neuen Firmen freischalten
Und so kann ich die Firma immer frei wählen. Es ist wichtig. Also ich habe vollstes Vertrauen zu unserer Firma, die wir jetzt haben. Das passt alles perfekt. Aber man weiß ja nie, was passiert. Jede Firma kann mal aufgekauft werden. Da kommt eine ganz andere Philosophie rein vom neuen Direktor. Was weiß ich nicht was. Und schon sind wir irgendwie am Abgrund, sind nicht mehr wichtig. Solange das nicht das Kerngeschäft ist für diese Firma oder eines der Kerngeschäfte, ist es für uns nicht mehr gut. Und darum ist die Firmenunabhängigkeit für uns zu entscheiden. Also vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu naiv. Ich bin ja, wie gesagt, kein IT-Fachmann. Ich koche auch nur mit Wasser. Aber ich bin ein absolut pragmatischer Typ und spreche immer offen über das, was ich denke. Und das sage ich auch jederzeit der Firma, wenn ich etwas so nicht sehe. Entweder machen wir das so oder wir machen es gar nicht. Aber das, die Zusammenarbeit mit der Firma ist wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir die Ressourcen bereitstellen. Es kommt viel auf uns zu, Michael, in den nächsten Jahren. Und die Ressourcen müssen erstmal geschaffen werden. Man kann nicht einfach auf den Markt gehen und sagen, ich brauche jetzt 10 Programmierer, bitte kommt bei uns vorbei. Das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich. Es ist nicht ganz so einfach, die Leute zu finden. Also suchen wir uns besser nach ein paar Firmen, die das Know-how mitbringen und mithelfen. Besten Dank. Das war natürlich eine ganz wichtige Frage, die wir so eigentlich jetzt gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt haben. Also die Unabhängigkeit von Anbietern war implizit ein bisschen in den Vorträgen natürlich drin. Aber ganz guter Hinweis und danke für diese Antwort. Gibt es weitere Fragen vor dem Mittag? Oder nimmt das Knurren überhand? Ich glaube, wir haben die Runde gemacht. Dann noch einmal großen Applaus an die Referenten. Danke.